Das ist der Griff eines Krankenhausrollwagens, wie er in allen Kliniken benutzt wird. Und so sieht das unter UV-Licht aus. Das zeigt ziemlich drastisch, wie es um die Krankenhaushygiene in Deutschland bestellt ist. Kliniken sind eben kein keimfreier Raum. Viele Krankenhauskeime sind inzwischen sogar so hartnäckig, dass bei ihnen selbst Antibiotika versagen. Hilfe verspricht jetzt eine kaum bekannte Therapie. Die Keimfresser kommen dabei aus dem Klärschlamm. Carola Hofmann steht wieder auf beiden Beinen. Darauf hatte sie vor einem Jahr nicht mehr zu hoffen gewagt. Nach einer Operation fressen sich multiresistente Bakterien in ihr Knie. Die Ärzte raten zur Amputation. Nach 10 Jahren aussichtslosem Kampf gegen den Keim. Ihre schlimmsten Erinnerungen? Dass man nicht wusste, wie es weitergeht. Dass man gar nichts mehr machen kann, vielleicht sogar bettlägerig wird oder vielleicht sogar stirbt an den Bakterien. Die Rettung für Carola Hofmann kommt nicht aus den Reinräumen der Pharmaindustrie. Sie kommt aus dem Dreck. Aus Milieus, in denen Bakterien und Viren sich seit Milliarden Jahren bekämpfen. Zwei Wissenschaftler in einer Kläranlage. Sie ziehen Proben aus einer Brühe, die vor Krankheitskeimen nur so brodelt. Die Experten suchen nach Bakteriophagen, Bakterienfressern. Der Mikrobiologe Johannes Wittmann erforscht die Keimkiller aus der Kloake. Kläranlagen sind das beste Revier für den Phagenjäger. In der Kläranlage findet man eine große Mischung verschiedenster Bakterien. Bakterien aus dem Boden, aus der Tierhaltung, natürlich auch aus dem menschlichen Darm. Und überall, wo die Bakterien vorkommen, kommen natürlich auch die Bakteriophagen vor, die die Bakterien natürlicherweise fressen. Auch Ausgüsse von Waschbecken oder Schweineställen sind wahre Fundgruben für Phagenforscher. Die brisante Brühe kommt ins Labor. Die Hoffnung der Forscher? Vielleicht enthält die Probe einen neuen, noch unbekannten Keimkiller. Hier wird der Mikrobencocktail aus dem Klärwerk auseinandersortiert. Am Ende aufwendiger Filtrierverfahren bleibt eine Lösung, die nur noch Bakteriophagen enthält. Wir sind in Braunschweig, in der Deutschen Sammlung für Mikroorganismen und Zellkulturen. Christine Rode ist Deutschlands renommierteste Phagenspezialistin. Sie baut mit ihrem Team gerade eine große Sammlung der Bakterienfresser auf. Das Wunderbare, Faszinierende ist, dass wir auf der Erde 10-mal mehr Phagen haben als Bakterien. Und wenn wir sie nur suchen, finden wir sie grundsätzlich. Jedes Bakterium hat seinen spezifischen Fressfeind, wie eine Schlüssel-Schloss-Funktion. So greifen Phagen ihr Wirtsbakterium an. Sie injizieren ihre DNA. In der Zelle wachsen daraus neue Keimkiller, die das Bakterium vernichten. Und die setzen die Jagd fort. Explosionsartig. Unter dem Elektronenmikroskop kann man erkennen, wie in einem einzigen Bakterium eine ganze Armee neuer Phagen heranreift. Es liegt auf der Hand, dass es auch Phagen gibt, die gegen multiresistente Keime wirken. Und das sehen wir hier sehr schön auf dieser Agarplatte. Hier haben wir einen Krankheitserreger, Pseudomonas aeruginosa, auch ein Krankenhauskeim. Deutliche Fraßstellen im Bakterienrasen eines besonders üblen Krankenhauskeims. Das zeigt, selbst antibiotikaresistente Superkeime sind verwundbar durch ihre Gegenspieler aus dem Reich der Phagen. Carola Hofmann durfte das am eigenen Leib erleben. Vor einem Jahr begann sie die Phagentherapie. Professor Burkhard Wippermann vom Klinikum Hildesheim behandelte sie mit von ihr selbst beschafften Phagen. In Deutschland sind Phagen als Standardtherapie nicht zugelassen. Ihr Bein war so stark entzündet, dass ihr voriger Arzt nur noch zur Amputation geraten hatte. Die Phagen waren ihre letzte Hoffnung. Mit der herkömmlichen normalen Medizin, mit Antibiotika oder mit Operationen oder wie auch immer, nee. Man wollte mir dann ja auch weitere Leidenswege ersparen. Aber ich konnte mich halt nicht vom Bein trennen. Heute ist Hofmann zu einer Nachkontrolle da. Ja, das sieht ja sehr gut aus. So gut habe ich das Bein eigentlich noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Die eingesetzten Phagen waren genau auf den Entzündungskeim im Bein abgestimmt. Also es wird einfach ein Verband gemacht mit dieser Lösung drin, beziehungsweise es wird manchmal auch draufgeträufelt und man spürt gar nichts.
Wippermann kennt auch Fälle, in denen Phagen geringere Wirkung zeigten. Aber dieser Heilerfolg beeindruckt ihn. Ich gehe davon aus, dass die Phagen tatsächlich die bakterielle Infektion ausgerottet haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben sich offensichtlich in dem ganzen Bein auch verbreitet und die Bakterien eliminiert. Man konnte auch täglich eine Verbesserung sehen. Also ohne Entzündungsherde, ohne irgendwelche Nebenwirkungen, ohne Allergien, ohne irgendwelche Hautreizungen. Fantastisch einfach. Die Phagentherapie war nur als individueller Heilversuch möglich. Arzt und Patient kennen das Risiko, gehen es aber ein, weil sie keine andere Heilungschance mehr sehen. Aber Heilversuche finden in einer nicht klar definierten rechtlichen Umgebung statt. Ich würde mir sehr wünschen, dass ich solche Phagen einsetzen könnte, ohne dass ich Risiken eingehen muss für mich selbst, für die Patienten. Es wäre sehr wünschenswert, dass dieses Verfahren zugelassen wird und dass man das in den Fällen, wo es erfolgsversprechend ist, auch dann gefahrlos einsetzen kann. Carola Hofmann ist zuversichtlich, dass sich ihr Bein weiter erholt. Dabei verdankt sie es nur einem glücklichen Zufall, dass sie vor einem Jahr von Phagen hört. Gerade noch rechtzeitig. Dabei weiß man seit fast 100 Jahren, dass Phagen perfekte Bakterienkiller sind. Der Franco-Kanadier Felix Derrell gilt als ihr Entdecker. Sein Schüler Georgio Eliava gründete ein Forschungszentrum im georgischen Tiflis. Es waren Eliava-Phagen, die im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee zur Wundbehandlung eingesetzt wurden. Und bis heute sind immer wieder Phagen aus Tiflis im Spiel, wenn Antibiotika und Standardmedizin versagen. Warschau. Wir treffen Professor Jacques Scheres. Der Niederländer wirbt für eine Neubewertung von Phagen in der EU-Gesundheitspolitik. Scheres sitzt im Aufsichtsrat der ECDC, der EU-Agentur für Infektionsprävention. Heute hat er einen Termin bei Professor Andrzej Górski, dem bekanntesten Phagenexperten innerhalb der EU. Górski hat in seiner Klinik bereits Hunderte von Patienten behandelt, denen Antibiotika nicht mehr helfen konnten. Er kennt den Ernst der Lage an der Infektionsfront. Bakterien sind schlauer, als wir dachten. Sie entwickeln mehr und mehr Resistenzen. Sie sind dabei, den Kampf zu gewinnen, den Kampf gegen uns. Experten vergleichen die Bedrohung mit den Auswirkungen des Klimawandels. Scheres will wissen, wie sicher sind Phagen. Denn noch blockieren EU-Richtlinien deren Zulassung. Wir haben unter Beweis gestellt, dass Phagentherapie sicher ist. Zwar gibt es noch keine klinischen Studien, die die formelle Wirksamkeit belegen, aber den Beweis der Sicherheit haben wir. Unermüdlich reist Scheres durch Europa. Ein Warner angesichts wachsender Antibiotikaresistenzen. Auch am Nationalinstitut für Hygiene in Warschau wird mit EU-Geld an neuen Wirkstoffen geforscht, wie überall in Europa. Die Erfolge bislang wenig ermutigend. Scheres fordert deshalb eine Strategiewende im Kampf gegen aggressive Superkeime, eine Offensive in der Phagenforschung. Keiner weiß besser als die Phagen, wie man Bakterien töten soll. Schnell und gründlich. Und die machen das schon 2-3 Milliarden Jahren und wir scheinen das zu vergessen. Und das darf nicht sein. Auch Christine Rode hofft, dass ihre Phagen möglichst bald auch Patienten zugutekommen. Noch darf sie ihre gefriergetrockneten Keimkiller nur zu Forschungszwecken abgeben. Aber die Lage ist vertrackt. Christine Rode redet ungern darüber. Strittige Zulassungsrichtlinien, fehlendes Geld für Forschung und Pharmafirmen, für die Phagen nicht lukrativ genug sind. Dabei sollten Heilerfolge mit Phagen, so wie Sabine Hofmann einen erlebt hat, den Blockierern doch endlich Beine machen.